Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 1. Oktober, der 1.10.2020. Ich war heute mit Sonja in der Promenade und habe mir meine Nägel machen lassen im Nagelstudio. Das hält jetzt wieder einen Monat. Und dann gehört es wieder neu gemacht. Aber es gefällt mir echt gut. Das hat relativ lange gedauert, weil eine Kundin sehr unzufrieden damit war, wie der Mann ihre Nägel gemacht hat. Das sind großteils Männer in dem Geschäft, die Nägel fällen. Und die sind Kroaten oder so. Und können halt nur Englisch. Und diese Krankenschwester konnte kein Englisch. Also konnte sie sich nicht verständigen. Und der Mann hat ihr die Nägel abgeschnitten, weil sie Gelnägel haben wollte. Und anscheinend viel zu kurz und nicht so, wie sie wollte. Und sie hat gleich mit dem Anwalt gedroht und so. Ich fand das ein Riesenzirkus, weil das über eine halbe Stunde ging. Und sie hat den Betrieb voll aufgehalten. Ein Mädchen war vor uns dran und da haben wir über 1,5 Stunden gewartet, weil vorher diese Diskussion war und sie mit dem Chef gesprochen hat, der Gott sei Dank Deutsch konnte. Also sie musste dann doch 25 Euro zahlen, 5 Euro weniger als normal und hat dann mit dem Anwalt gedroht und hat sich irrsinnig aufgeregt, was ich nicht verstehen kann. Ich bin immer total zufrieden dort und ja, es ist auch mal was nicht so, wie ich es will, aber oder mit der Bemalung der Fingernägel. Ich wollte den ganzen Nagel lila und French oben, aber sie hat mir das French lila gemacht, aber dafür hat sie mir den Ringfinger bemalt und das, ich finde es jetzt trotzdem schön und dass sie mich da missverstanden hat, das kann passieren. Ich habe es ihr zwar auf Englisch gesagt, aber sie hat nicht gut genug zugehört. Und ich finde es trotzdem jetzt schön und war bis jetzt immer zufrieden. Und ich fand den Zirkus, den sie da gemacht hat, wegen ein paar Fingernägeln ziemlich übertrieben. Und Sonja und ich haben uns recht amüsiert darüber, dass sie sich so aufgeregt hat. Das Ganze hat sich natürlich dann gezogen. Und um 3 sind wir dort angekommen und um 5:30 wieder weggefahren. Und das finde ich halt schade, weil wir vorher nur einen Kaffee getrunken haben und es eigentlich den ganzen Nachmittag gedauert hat. Also, durch diese Verzögerung war das extrem blöd. Sonst geht's mir heute relativ gut. Ich war wieder eine halbe Stunde vor der Lichtlampe. Jetzt sind auch meine ganzen Klamotten gekommen.
die ich mir bestellt habe. Und ich hoffe, das Kleid passt mir. Das würde ich gerne am Samstag anziehen. Und das müssen wir morgen probieren. Ich hoffe, es passt. Und sonst war es ein relativ schöner Tag. Es war relativ warm, fast 20 Grad. Und angenehm. Und unterhaltsam. Ich verbringe immer gern Zeit mit Sonja. Die war schon von morgens weg da. Und ich habe heute wieder extrem schlecht geschlafen. Ich bin erst um 3 oder so eingeschlafen. Aber heute haben wir Vollmond. Ich hoffe, heute geht's besser. Immer 2 Tage vor Vollmond. Vollmond und 2 Tage nach Vollmond schlafe ich total schlecht. Also insgesamt 5 Tage. Und 2 waren jetzt erst. Ich hoffe, ich schlafe heute besser. Weil ich bin wirklich müde. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Und sonst gibt's nicht zu viel Neues. Morgen habe ich das Gespräch mit Kerstin am Telefon. Aber morgen kann ich mich auch ausschlafen. Und morgen kommt keine Assistentin. Erst am Montag und Dienstag wieder. Und am Samstag Sonja. Aber morgen habe ich meine Ruhe und bin auch ganz froh drüber. Sonst kann ich nicht viel erzählen. Es tut sich einfach nicht so viel. Meine Stimmung war heute wieder besser, weil Silla war. Und sonst, naja, wie immer. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.